Hello, how can I help you? What can you do for me? I can do something for you in the kitchen, or I can give you information related to the kitchen, or I can go to other rooms on this floor. In which of these areas are you interested? Also hier auf dem Tisch stehen einige Gegenstände, die ihr kennt. Go to the sideboard. Going to the sideboard. Jetzt habe ich ihm gesagt, er soll erstmal dahin gehen. Und gleich werde ich ihn fragen, welche Objekte er da sieht, die er kennt. I can see the following objects. A multivitamin juice, a Nesquik, a soft cake, a Vitalese cereal, a popcorn, a soft cake. So, er hat jetzt diese Popcorn-Packung hier rübergetragen. Jetzt wartet er darauf, dass ihn jemand abnimmt. In seinem Handgelenk hat er einen Kraftsensor. Mit Hilfe dieses Sensors kann er fühlen, wenn jemand auf seiner Hand eine Kraft ausübt. Und wenn du jetzt zum Beispiel hier ein bisschen an der Popcorn-Packung ziehst, dann merkt er das und lässt los. Was er auch machen kann, ist zum Beispiel Objekte einfach nur mit den Augen zu verfolgen. Zum Beispiel diese lustige grüne Tasse hier. Track the green cup. I'm trapped in the green cup. So, er wird jetzt versuchen, diese Tasse in meinem Auge zu behalten.
Thank you.